Man löst inhomogene Systeme von Differentialgleichungen, indem man erst zugehörige homogene Systeme bestimmt. Das heißt, man lässt das Störglied weg und im Anschluss sucht man eine spezielle Lösung des inhomogenen Systems. Das ist ziemlich analog zu dem, was man von Differentialgleichungen kennt. Das heißt, erst wird eine homogene Lösung gesucht, dann letztendlich eine spezielle Lösung des inhomogenen Systems, eine spezielle Lösung, nennt man auch häufig eine partikuläre Lösung, und die wird hier in diesem Video mit YP bestimmt. So, wie macht man das jetzt? Nehmen wir mal das Beispiel von dem vorhergehenden Video mit dem Störglied für y1 von x und dem Störglied von y2 von e hoch minus x und schauen uns mal an, wie das geht. So, die Lösung des homogenen Systems haben wir ja schon oben bestimmt. Da ist dann y1 c1 e hoch minus 4 plus c2 e hoch x. y2 ist gleich minus c1 mal e hoch minus 4x plus 2 Drittel e hoch 2x. Jetzt müssen wir das inhomogene System machen, entweder mit Hilfe Variation der Konstanten, was immer auf ähnliche Lösungen führt. Deswegen ist es einfacher, man nimmt sogenannte Tabellen mit Ansatzfunktionen und schaut, welche Ansatzfunktion kann man nehmen und löst dann hinterher nur noch ein Gleichungssystem. Das ist in der Regel wesentlich einfacher. Hat man eine Störfunktion, die sich aus mehreren dieser Ansatzfunktionen zusammensetzt, dann wird der Ansatz analog zusammengesetzt. Also hat man zum Beispiel eine konstante Funktion und, ne, gehen wir mal mehr auf die Tabelle, eine konstante Funktion additiv verknüpft mit einer E-Funktion, haben wir ja eh hier schon stehen, oder eine lineare Funktion additiv verknüpft mit einer E-Funktion. Funktion, dann müsste man hinterher auch beide Ansatzfunktionen addieren. Würde man das multiplikativ verknüpft haben, dann müsste man beide Ansatzfunktionen multiplizieren. So, ähnlich geht das auch bei unserem System. Wir haben einmal eine Störfunktion g1 mit x, das ist eine lineare Funktion. Das heißt, wir suchen einfach ein c1 x plus c0 als partikuläre Lösung. So ähnlich muss das Ding aussehen. Und für g2 e hoch minus x haben wir hier die partikuläre Lösung e hoch bx ohne das x dazwischen. Denn wenn wir uns das a anschauen, b ist ja 1 und a muss man vorher in der linearen Gleichung nachschauen. Das ist das, was vorm y steht. Und vorm y, weder vorm y1 noch vorm y2 steht irgendwo eine 1 hier. Und damit haben wir in dieser Funktion hier unten den ersten Fall. Also reicht es, dieses anzunehmen. Jetzt müssen wir die zusammen betrachten. Also wir nehmen einfach für y1 partikulär und y2 partikulär diese Ansatzfunktion. Wir kleben die also einfach ein bisschen zusammen. Denn man könnte ja auch die Gleichungen addieren. Dann nimmt man noch die Ableitung, damit wir hinterher unser Gleichungssystem wieder zusammenbauen können. Und mit den beiden Ansatzfunktionen und dem System setzt man jetzt ein. Dies hier ist die Ableitung, das habe ich schon mal hingeschrieben. Minus, jetzt habe ich es ein bisschen zu weit hoch gemacht. Y1 ist a1x plus b1 plus c1 e hoch minus x. Dann haben wir hier plus 3y2, also plus 3 mal a2x plus b2 plus c2 e hoch minus x. Und dann haben wir noch dahinter plus x, also ab damit. Genau das gleiche für die zweite Gleichung. 2 mal a1x plus b1 plus c1 e hoch minus x.
Und dann minus 2 mal a2x plus b2 plus c2e hoch minus x. Und jetzt natürlich das andere Störglied dahinter, also e hoch minus x. Wenn man das ein bisschen auflöst und ein bisschen umsortiert, dann haben wir hier a1x plus 3a2x und hier hinten haben wir noch ein x, also noch eine 1. Das ist alles, was man für x hat. So hat man das hier alles sortiert. Und jetzt können wir nämlich einen Koeffizientenvergleich machen. Und mit dem Koeffizientenvergleich erhält man ein Gleichungssystem. Wenn man sich das anguckt, wir haben hier 0 mal x. Hier haben wir also 0 ist gleich, denn das muss ja dieser Teil sein. Das ist ja eine Gleichung. Minus a1 plus 3a2 plus 1. Dann haben wir als nächstes 1 mal a1. Das heißt hier eine Konstante. Dieses hier ist nur eine Konstante. Haben wir also a1 ist gleich minus b1 plus 3b2. Und für hier diesen Faktor hier vorne haben wir c1 minus c1 genau genommen. Muss der hier sein. Also minus C1 ist gleich minus C1 plus 3C2. Das gleiche für die andere Gleichung. Wir haben hier wieder 0 mal x. Also auch hier 0 ist gleich 2a1 minus 2a2. Wir haben hier dann plus a2, also a2 ist gleich, das ist hier der konstante Faktor, 2b1 minus 2b2. Und schlussendlich als letztes haben wir hier minus c2 ist der hintere Teil hier, 2c1 minus 2c2 plus 1. Jetzt kann man hier ein bisschen umformen. Hier zum Beispiel kann man für sagen, minus a1 plus 3a2 ist gleich minus 1. Hier für die nächste braucht man nicht großartig was machen, aber hierfür ist es noch zweckmäßig, das C1 auf die andere Seite zu bringen. Dann hätte man da stehen, 3C2 ist 0, also ist es gleichbedeutend mit C2 ist gleich 0, was ich natürlich in allen entsprechend ersetzen kann. Und damit ist hier auf der Seite noch gegeben, A1 gleich A2. Wir haben hier gegeben, hier nichts weiter, was wir noch ausrechnen können, aber hier können wir mal das C2 noch ersetzen, sprich löschen. Das heißt, 0 ist gleich 2c1 plus 1. So, da wir wissen, dass a1 gleich a2 ist, können wir das hier in der roten Gleichung verwenden. Das heißt, wir haben letztendlich 2a1 gleich minus 1. Damit folgt a1 gleich a2 gleich minus 1/2. Das können wir hier in der blauen und in der grünen Gleichung verwenden. Das heißt, wir bekommen minus 1/2 ist gleich minus b1 plus 3b2 und minus 1/2 ist gleich 2b1 minus 2b2. Damit kann man b1 und b2 ausrechnen. Hieraus folgt b1 ist gleich minus 5 Achtel und B2 ist minus 3 Achtel.
So, dann fehlt uns eigentlich nur noch C1. Und C1 können wir aus dieser Gleichung ausrechnen und finden damit C1 ist auch gleich minus 1/2. Wir haben jetzt alle Koeffizienten bestimmt und können damit y1 von p, die partikuläre Lösung zusammensetzen mit minus 1/2 x minus 5 Achtel minus 1/2 e hoch minus x und y2 von p ist gleich minus 1/2 x minus 3 Achtel. Und damit ist die allgemeine Lösung des inhomogenen Systems gegeben durch einfach das Zusammenkleben. Das ist der erste Teil, die homogene Lösung, die allgemeine, plus dem, was wir als inhomogene spezielle Lösung hatten, genauso hier, einfach nochmal ausgeschrieben und fertig hingeschrieben. So, viele weitere Beispiele, Aufgaben, Lösungsverfahren finden sich hier unter diesem Link. Da habe ich auch einige der Beispiele her, da habe ich die Tabelle her. Das heißt, wenn Sie das nochmal ausführlich nachlesen möchten, verweise ich Sie hiermit auf den Papula, insbesondere das Kapitel 7, Systeme lineare Differentialgleichungen.